Hallo Freunde der Sonne, willkommen zurück auf Serenia, dieser geheimnisvollen und mystischen letzten Welt von Myst 4 Revelation. Ja, letztes Mal sind wir hier zumindest eingetroffen, haben auch schon mit ein, zwei Personen gesprochen, haben Achena gesehen und haben Cirrus gesehen, wie sie auf alle Fälle hier irgendwas angestellt haben. Und Yisha scheint sich ja auch irgendwo zu befinden, nur wo ist die Frage? Ja, wir haben viele Fragen, also bis jetzt wurde noch gar nichts beantwortet. Wir haben einige seltsame Bildfetzen oder Erinnerungsfetzen gesehen, die aber irgendwie nicht wirklich erklärt haben, was eigentlich hier vor sich geht. Aber okay, ich hoffe, das wird sich alles im Laufe der nächsten Videos aufklären. Und wir machen jetzt auf alle Fälle erstmal weiter mit unserer Erkundung dieser seltsamen Welt. Dieser seltsamen Welt, was zum Geier ist das denn hier? Du musst ein Signal an jemanden senden, wenn du nach Hause willst. Warum schläfst du nicht hier? Weil wir auch Familien haben. Diejenigen, die noch leben, schlafen im Dorf. Okay, das ist also sowas wie ein Kommunikationsmittel hier. Es scheint fast so, als ob hier irgendwo noch ein Dorf existiert. Dann ist das wahrscheinlich hier die Kultstätte von Serenia. Aha, okay. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich mit dieser Erkenntnis anfangen soll. Aber naja. Oh, guck mal, ein Erstaunen. Warte, bitte. Hör mich an. Okay, es sieht nicht gut aus, gebe ich zu. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich nehm's nur einen kleinen Moment. Ich leihe es sozusagen. Es ist der Plan. Cirrus Plan. Er hat Yisha. Ich will ihn aufhalten. Er ist verrückt. Er ist hier. Vater darf nicht hierher. Sonst vermasselst du mir alles. Such das Tagebuch. Das von vor 20 Jahren. Cirrus weiß nicht mal, dass ich eins habe. Hab's versteckt beim Steinpfeiler im Wald. Da, wo sich die zwei Flüsse kreuzen. Es wird alles erklären. Cirrus ist wahnsinnig. Er tötet Vater. Aber ich werde ihn aufhalten. Die Frage ist, wer ist hier wahnsinnig, mein Bester? Okay, das war ein sehr stranges Treffen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Was für ein Plan, was für ein Tagebuch, soll dieser Stein bedeuten? Und Achena will Cirrus aufhalten? Ich bin mir da ehrlich gesagt irgendwie nicht so sicher. Weil so ganz klar im Kopf schien er mir auch nicht zu sein. Also wir wissen, dass Cirrus Atros töten will. Aber Achenas Beweggründe kann ich irgendwie... Momentan sind die noch sehr undurchsichtig. Ich weiß nicht, was seine Idee dahinter ist. Will er wirklich helfen? Alles sehr mysteriös. Warte, bitte. Hör mich an. Okay, es sieht nicht gut aus. Gebe ich zu. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich nehm's nur einen kleinen Moment. Okay, jetzt erklärt das alles doch mal. Ich kann's leider nicht abbrechen, Leute. Es ist der Plan. Währenddessen huste ich mal kurz. Er hat Yisha. Ich will ihn aufhalten. Er ist verrückt. Ja, ich sage auch nicht verrückter als du. Vater darf
Nicht hierher! Sonst vermasselst du mir alles! Ich glaube, Atros kann gar nicht hierher. Er weiß, glaube ich, gar nicht, dass wir auf Serenia sind. Das von vor 20 Jahren. Cirrus weiß nicht mal, dass ich eins habe. Hab's versteckt beim Steinpfeiler im Wald. Da, wo sich die zwei Flüsse kreuzen. Es wird alles erklären. Cirrus ist wahnsinnig. Er tötet Vater. Aber ich werde ihn aufhalten. Und wie willst du das anstellen? Das ist die Frage. Ha, okay. Alles, wie gesagt, es wird immer mysteriöser, alles, die ganze Geschichte. Gut, ich denke, es wird Zeit, dass wir irgendwie versuchen, dieses Tagebuch zu finden, von dem Achena gesprochen hat. Was ist das? Nichts, und das ist auch gut so. Und es passiert nichts, genau. Ach nein, nicht schon wieder, oder? Ach, bitte nicht. Okay, Leute. Damit kriege ich doch die 20 Minuten des Videos definitiv voll. Ach nö, Leute. Aber zumindest scheint es der gleiche Code zu sein wie auf Haven. Okay, probieren wir es aus. 1, 2, 3, 4. Wahnsinn, direkt beim ersten Mal. Ich breche ins Essen. Cool, oder? Stell dir mal vor, sowas hättet ihr als Fahrradschloss. Wie geil wäre das, bitteschön? Also das nenne ich dann wirklich mal diebstahlsicher. Also ich traue mich gar nicht so richtig, hier irgendwas zu drehen. Egal, ich denke mal, das ist auch erstmal zweitrangig. An erster Stelle steht jetzt, dass wir versuchen sollten, dieses Tagebuch zu finden, in der Hoffnung, dass uns das wenigstens irgendwie Aufschluss darüber gibt, was hier eigentlich vor sich geht. Und vor allen Dingen möchte ich wissen, was da drin steht. Ich möchte wissen, was vor 20 Jahren... Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also, egal, bla bla bla, Mr. Freeman, bla bla bla. Nein, ich möchte gern wissen, was vor 20 Jahren vorgefallen ist und was Achena da getrieben hat. Das hoffe ich jetzt zumindest durch dieses Tagebuch zu erfahren. Aber dazu müssen wir es natürlich erstmal finden, ist ganz klar. Okay, wer seid ihr denn? Ach, das sind dann wahrscheinlich die, die hier gerade am Schlafen sind. Was für eine ungemütliche Schlafposition soll das denn bitteschön sein? Okay, also momentan scheinen sie definitiv nicht mit uns sprechen zu wollen. Das heißt, dass sie noch nicht wach sind. Okay, suchen wir also jetzt endlich das Tagebuch. Was sagt der Achena? Oh, ist auch keiner mehr. Ich traue mich jetzt gar nicht, das anzugucken. Oh. Hier, ich bin dann jetzt da. Wisst ihr Bescheid, ne? Okay, alles klar. Ja, und so. Aber ich denke mal, wenn ich das jetzt anklicke, dann kriegen wir wahrscheinlich nur die erste Gesprächssequenz wiederholt. Du suchst nach Yisha. Ja, ich hab's gewusst, verdammt. Ich fürchte, sie ist in Gefahr. Ja. Sie haben sie nicht gesehen, seit wir ihr vor 2 Wochen die Kette gegeben haben. Die ich jetzt bei mir trage? Ich werde meine Schwestern bitten, sie zu suchen. In der Zwischenzeit geh du zur Gedächtniskammer. Sie weiß immer mehr über die Geschehnisse in diesem Land als wir. Folge der Zeremonienallee zu ihren Türen. Dann finde heraus, was sie dir zu sagen hat. Bis auf ein paar wirre Bilder hat sie uns leider nicht mehr gezeigt. Bilder, die mehr Fragen hinterlassen haben, als sie eigentlich hätten Antworten geben sollen. Okay, gut, also was sagte er, wo sich die beiden Flüsse kreuzen? Was ist eigentlich da oben? Da waren wir ja auch noch nicht.
Ach nein. Noch mehr Wasser, Umleitungs... gedönsten Kram. Echt jetzt? Ach nee. Und nochmal. Ja, ich weiß, ich bin ein Spielkind, aber egal. Okay. Kann ich hier irgendetwas tun? Scheinbar nicht. Okay. Also hier scheint irgendwie noch nichts zu passieren. Ich traue mich, wie gesagt, momentan noch nicht so wirklich hier irgendetwas zu machen, weil ich nicht genau weiß, welche Auswirkungen das Ganze hat. Wie gesagt, ich denke auch mal... Ah, okay. Das wird später noch wichtig werden. Es geht immer noch darum, dass wir jetzt endlich dieses Tagebuch finden. Mit dem sich dann hoffentlich einiges aufklären wird, was ich diese Folge schon mehrmals gesagt habe. Ja, genau. Und wo soll eigentlich... Was sind das eigentlich hier für... Stellenbereiche? Sind das sowas wie Gebetsstandorte oder was soll das sein? Ist das sowas ähnliches wie Stonehenge im Mini-Format oder wie kann ich mir das hier vorstellen? Oh Gott, so viele Wege. Okay, da haben wir angefangen. Jo, dann gehen wir da mal zurück und folgen diesem Weg hier nochmal. War das vorhin auch schon da? Was zum Henker? Wer war das denn? Und kreuzen sich hier irgendwelche Flüsse? Nein, tun sie natürlich nicht. Okay, es wird irgendwie immer mysteriöser. Sind das Elementargeister? Sie werden mir... Okay. Feuer, Wasser, Erde. Erde, nein, Erde haben wir nicht gesehen, aber Luft. Okay, er hat auf alle Fälle versucht, irgendwie die Wasserzufuhr zu stören. Wo soll diese ganze Geschichte hinführen? Mann, irgendwie prasseln mir hier gerade viel zu viele Informationen auf mich ein. Ich bin völlig verwirrt. Wenn ihr mich jetzt sehen könnt, ich habe gerade ein riesiges Fragezeichen bei mir irgendwie um den Kopf stehen. Also so echt, so. Das Gesicht zur Öse gebogen mit einem großen Fragezeichen auf dem Kopf. Als ob er weinen würde, oder? Irgendwie scheint das alles hier zu diesem verfallenen Gebäude rechter Hand zu führen. Ah, ich glaube, wir sind auf der anderen Seite angekommen. Kann das... Tatsache, oder? Tatsache. Ich glaube, ich werde das jetzt hier nicht nochmal anklicken. Denn sonst müssen wir uns, glaube ich, die ganze Story nochmal reinziehen. Ich gucke mir erstmal an. Nee, warum soll ich das jetzt zumachen? Das ergibt keinen Sinn. Ich gucke mich erstmal weiter um. Ja, ich habe irgendwie, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass Yisha und Achena und Cirrus, dass sie sich hier drin befinden. Weil irgendwie sieht das sehr nach einem Ort aus, der... Moin? Der irgendwie mittlerweile sehr selten besucht wird.
denk dran, Achenau. Wir dürfen niemandem davon erzählen. Die Hüterinnen kommen kaum noch hierher. Aber wenn jemand uns sieht, wie wir... Hältst du mich für dumm? Ich hatte vor, nachts zu arbeiten. Wenn die Hüterinnen fort sind. Okay, Leute, damit hat sich also meine Vermutung bestätigt, dass sich die drei wahrscheinlich hier drin aufhalten. Das heißt also für uns, wir müssen irgendwie einen Weg finden, hier reinzukommen. Und es wäre natürlich zu einfach gewesen, wenn wir durch die Vordertür hätten reingekonnt. Bäh! Geier. Okay, das ist das dieser Flusslauf, der wo Cirrus das Wasserrad zerstört hat. Okay, hier gibt es eindeutig viel zu viele Sachen zu tun, zu sehen und zu erleben. Okay. Ja, schauen wir doch einfach mal, was die Hebel machen. Ja, jetzt also auf alle Fälle noch so ein Ernter. Was macht dieser Hebel? Aha, okay. Kann man diesen Ernter benutzen? Weil mich würde jetzt mal einfach brennend interessieren, was es da unten zu sehen gibt. Dazu muss ich natürlich erstmal rausfinden, wie man dieses Ding benutzt. Das benutzt man gar nicht und das ist auch gut so. Ich kann hier nichts drücken. Ich kann hier nur gucken, ne? Ich gucke. Verdammt. Aber es scheint fast so, dass die beiden vielleicht über diesen Weg da irgendwie reingekommen sind. Denn es scheint ja fast so, dass man auf direktem Wege, sprich also über diesen Vordereingang, gar nicht erst reinkommt. Zumindest kann ich hier nichts machen. Okay. Ich komme schon wieder vom Wege ab. Ich wollte eigentlich das Tagebuch suchen. In der Hoffnung, dass ich es vielleicht in dieser Folge noch finde. Aber wenn ich gerade mal so auf die Uhr schaue, denke ich, dass das wohl ein Ding der Unmöglichkeit sein wird. Und wir die ganze Sache wohl auf nächstes Mal verschieben müssen. Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht haben wir ja Glück und finden es doch noch. Wir müssen im Endeffekt eigentlich nur die Wasserkreuzung finden. Und irgendwo da soll sich dann das Tagebuch befinden. Hier kreuzt sich doch gar kein... Oh, warte mal, da vielleicht. Waren wir da schon? Schon wieder dieser... Windgeist. Hier kreuzen sich doch. Sehe ich das falsch? Da ist ein Fluss und da ist ein Fluss. Hier kreuzt sich definitiv was. Das heißt, dass ich hier vielleicht irgendwo das Tagebuch befinden könnte. Oder auch nicht. Da sind wir, glaube ich, schon lang gelaufen. Wir hatten aber festgestellt, dass da nichts ist. Oh, doch, siehe da! Okay. Moment. Arbeiten wir zusammen, sagt er. Lass uns Vater irgendwie loswerden, bevor er merkt, was wir mit seinen wertvollen Büchern angestellt haben.
Natürlich arbeite ich mit dir zusammen, Bruder. Aber ich traue dir nur so weit, wie ich dich werfen kann. Okay, also scheint da doch irgendwie zwischen den beiden auf alle Fälle ein starkes Misstrauen zu herrschen. Zumindest was Arenas Vertrauen gegenüber Cirrus betrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass Cirrus vielleicht sogar so blauäugig ist und denkt, dass Arena ihm tatsächlich helfen will. Weil er davon ausgeht, dass er sowieso der Intelligentere von beiden ist und Arena unterdrücken kann. Die Frage ist nur, ob Arenas Beweggründe wirklich realistisch sind oder ob er uns nur was vorspielen möchte. Aber um das rauszufinden, müsst ihr natürlich die nächste Folge sehen, die dann direkt damit einsteigt, dass wir das Tagebuch lesen und hoffentlich etwas Interessantes erfahren, was uns dann weiterhilft. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Myst 4 Revelation. Ich bin Painter, schönen Abend noch und bis dann!